5. Hab ich gesagt, das lohnt sich hier nicht mehr? Was labert der Mann? Was laberst du? Oh Mann. Ganz klasse. Ich glaube, ich werde erstmal einen Schluck trinken. So, da bin ich wieder. Falls sich jemand fragt, was es bei mir gerade gibt, es gibt schönen warmen Tee. Der ist sehr gut für meinen Hals. Ach man, das kann sich doch nur noch um Jahre handeln, bis ich da unten ankomme. Apropos um Jahre handeln. Kastilien fühlt sich bedroht von uns, geht aber trotzdem noch ein Bündnis ein. Sehr schön. Dann werde ich erstmal noch einen zu meinen Verbündeten schicken. Na, danke. 53 wollte ich da drüben schon gern wieder angreifen. Entschuldigung. Aber 53 wollte ich da drüben schon gern wieder angreifen. Weil, nun ja. Ah, sehr schön. Weil, na wie heiß. Weil wir ja noch die Ziele erfüllen müssen, die Missionen. Ah, ihr seid fertig. Na dann. Fahrt ihr die hier einfach mal. Ah, die haben den Hafen auch da. Fahrt die mal nach da, bitte. 10 administrative Macht, 10 Prestige. Den Fortschritt in der Regierungsreform brauche ich nicht mehr. Und 1,5 Innovationsfähigkeit. Yay. Juhu, Anshu ist nun auch anglikanisch. Yes. Verbreitetes Wort. Ein Punkt Stabilität. Sehr schön. Nichts, was mich interessiert, okay. Das hier unten ist fertig. Und ich habe jetzt natürlich den perfekten Spot gefunden. Hier gehen wir schon hin. Dann machen wir den hier noch. Und wir konvertieren mit Tetwa oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Yay. Na, wie gesagt, eigentlich wollte ich 53 wieder angreifen. Aber ich glaube, das mit 53, das können wir uns abschminken. Und danach wird erstmal in Europa weiter Krieg geführt. Ach, Mann. Bitte mehr Kantilismus. Ich würde schon ganz gern noch auf 100% kommen. So. Fahrt auch ihr hier hin und ihr lauft mal in die Delagoa-Bucht. Sorry. Delagoa. Oh, Sklaven in Calabar. Okay. Würzburg.
Yay. Ich sagte Pause. Ja, dann könnt ihr direkt hier hochfahren. Von Afrika aus. Die Dahomey Amazonen. Oh, Amazonen können wir jetzt anheuern. Aber den werden wir befördern. Okay. Den können wir aber auch befördern. Er ist aber schon 55. Wie alt ist der andere? 40. Dann nehmen wir Joseph Hastings und befördern den Herrn. So ein paar Mal. Kostet uns jetzt gerade 9 Dukaten. Wow. 16. 25 Dukaten. Natürlich machen wir jetzt wenig. Weniger Geld? Okay. Aber was soll's. Und bei den anderen werde ich einfach auf den nächsten warten. Puh. 50 Admin macht bitte. Ja, ja, ja. Ist ja in Ordnung. Ich wollte noch einen Anführer würfeln. Sag mal, oder sagt mal, seit wann zählt der hier eigentlich mit zu... Herrscher und ihre Erben sind frei. Hä? Ich glaube, das ist ein bisschen verbuggt. Aber ich glaube, den einen Anführer mehr können wir uns halt auch leisten. Oder ist einfach nur die Anzeige verbuggt? Nur die Anzeige ist verbuggt. Okay. Gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Dass einfach nur die Anzeige verpackt ist. Ach ja. Yay. Ach. Na, kriegen wir es mal hin. Du komische Flotte. Kriegen wir es mal gebacken, hier anzukommen? Danke. Sehr klein Monatstick. Sehr schön. So, dann dürft ihr diese Leute, diese Armee, noch hier hochfahren. Oh. Die Osmanen sind Verteidiger des sunnitischen Glaubens. Wenn sie meinen, es hilft ihnen. Diese Osmanen. Immer wieder diese Osmanen. Ich glaub's nicht. Okay. Die Gründung der Bank von England. Die Bank von England wurde im Jahr 1694 gegründet. Sie erwarb sich rasch einen guten Ruf, insbesondere was die Kreditwürdigkeit des englischen Pfundes anging. Dies geschah zu einer Zeit, als die meisten anderen Währungen sich mit bankrotten Staatskassen und Abwertungen auseinandersetzen mussten. Diese Stabilität führte zu einer langsamen, aber kontinuierlich wachsenden Dominanz Großbritanniens in der Weltwirtschaft bis ins 18. und 19. Jahrhundert. Außerdem erleichterte die Bank der britischen Regierung die Aufnahme der für Kriege nötigen Kredite.
gründet sie. Verliert 3 Inflation, erhält 4,5 Innovationsfähigkeit. Wow. So, die haben auch einen Krieg mit Ava. Ja, und Pur wird belagert durch Bachmanis, wodurch auch sonst. Und wir haben keine freien Diplomaten. Ja, er ist untätig. Und schon haben wir einen freien Diplomaten. Die machen natürlich nicht mit. Also, Kastilien hat unendlich viele Schulden, okay. Ja klar, Krieg weit weg ist logisch. Aber Kastilien... Naja, gut. Naja gut, das sind die alle noch mit dabei. Aber die, wie wir wissen, kommen die ja nicht mit rüber. 103. 10. 113. 129.000. 96. 120. 120.000. Aber Moment. Ja, die haben auch schon die 20, die Bengalen. Die haben auch schon die 20. Delhi. Die 17. Okay, Delhi ist nicht das Problem. Malwa genauso wenig. Und hier auch nicht. Also sind es eigentlich nur die Bengalen mit ihren 35 und Bachmann ist mit ihren 58.000. Ja, ich könnte mich mit denen verbünden, aber will ich nicht. Bringt mir oder bringt uns keine Boni. Und ja, ich werde die wieder alle zusammenhalten, nur auf was von denen habe ich eigentlich alles Ansprüche. Abdamin komplett bis Bichapur und Scholhapur in Bachmanis. Also was haben wir denn hier in oder bei den Bengalen? Damin bis Rashabara. Okay. 14, 10, 13, 11, 5, 3. Dann wird's wegen Rashabara. Prestige, 75% AE nur. Naja, dann wird's ein heiliger Krieg. Heißt zwar, dass wir... Ja, dass wir halt Kämpfe gewinnen müssen, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Bestätigen wir mal. Dann läuft der mit dem General... Moment, ja, das ist George. Er läuft mal dahin. Der gute alte George. Du kriegst noch einen Anführer. Und zwar kriegst du ihn hier. Ne, die stehen eigentlich geschützt. Du kriegst den Schwächsten, ihn hier. Und läufst dahin. Du hast schon einen. Der auch nicht gerade so gut ist. Du hier. Huch. Hey. Er hatte doch ihn. Du bekommst ihn hier. Und du bekommst ihn hier und läufst dahin. So. Ich würde mal sagen, damit legen wir los. Kolonial Ranger.
Mich interessiert's nur gerade. Was könnte man sich denn so holen? Für Geld? Boah. Also, das sind schon ein paar mit dabei, die jetzt nicht so schlecht wären. Sagen wir es mal so. Aber das würde wieder so weit übers Truppenlimit gehen, das kann man dann vergessen. Wohin? Ach, die haben Thronanwärter-Rebellen. Ja, dann. Sollen sie diese Thronanwärter-Rebellen halt mal haben? Das ist mir jetzt ehrlich gesagt relativ. Wie viele Schiffe? 21 Großschiffe, 47 Leichtschiffe. Und 12 Transporter. Verbessern kann ich ja eh nichts. Könnte man auch mit rausfahren. Ich meine, 45 Großschiffe und hier ist eins drin. Ja, kann man schon mal machen. Ach ja. Okay. Aber, Nun dann. Nun, wann auch immer. 7 Jahre noch im Voraus. Dann nehmen wir noch das Versorgungslimit national. Und dann gibt es noch Größe Garnisonen, Verschleißarmee und Einheitenlimit. Sehr schön. Gut. Und sobald einer nicht mal mehr hoch ist, also im Endeffekt, wenn er bei niedrig ist, wird er wieder rausgenommen, so wie im letzten Krieg. Auch wenn auch dieser Krieg dann 6-7 Jahre dauert oder so. Portugal hat mal locker den Krieg erklärt. Okay. Ja, auch wenn man da noch was Schmelzofen. Okay, Moment. Hier war doch irgendwo noch Bedfordshire, warst du das? Oxford? Norfolk? Entschuldigung, aber das muss ich jetzt gerade mal gucken. Hier. Die Aufklärung ist vorhanden. Und die Aufklärung ist... Ach ja, 1700, da war ja was. Moment. Was? Oh, London. Hat schon. Sehr schön. Und bald kriegen wir auch unsere nächste Ideengruppe. Sehr schön. Dahin. Jawohl. Man könnte dieses Mal ja auch einfach mal Bachmanis noch ein bisschen belagern. Vielleicht kriegt man die dann umso schneller raus. So, dann fahrt ihr bitte mal wieder in den Hafen. Und lasst euch reparieren. Und dort wartet ihr dann auch. Oh! Mehr Merkantilismus, wie ich sehe. Nun gut,
Dann lauft mal da lang. 71 Dukaten, obwohl wir einen Stufe 5 Berater haben. Ja, gut, von mir aus. 20 Diplom macht oder. Wo ist dieses Vaterbad? Okay. Und was kann das so? Da sein. Da sein kann das also. Ach, komm. Die 20 Diplom macht. Können wir uns auch noch leisten. Ich glaube, mein nächstes Ziel wird dann erstmal Malva, die rauszunehmen. Vielleicht noch Deli, mal schauen. Und dann... Ja. Ich glaube, die Bengalen wollen so... die Bengalen Bachmannis will sowieso raus, sobald ich den Mandla abgenommen habe. Lauf du mal nach Mandla, wo wir gerade dabei sind. Mandla, du läufst dahin, du läufst dahin, du läufst hier. Okay, dann läufst du nach Patna. Ja, schön, ganz toll. Nein. Ich frag mich halt, wo die sind. Die ganzen gegnerischen Truppen. Das frage ich mich halt wirklich. Nope. Ja, von mir aus haben sie Damien besetzt, die Thronanwärter. Gegen wen kämpften ihr Bengalen noch so? Hä? Wo sind dann die ganzen Truppen? Okay, Frankreich. Es ist jetzt nicht euer Ernst. Die haben jetzt nicht ernsthaft. Die sind jetzt, also. Okay. Ah, Gott. Ja, Galeeren, klar. Also bessere Galeeren. Oh, beim nächsten Mal können wir wieder upgraden. Juhu. Naja, Nigeria halt. Beim nächsten Mal können wir unsere Schiffe wieder upgraden. Juhu. Oder sind die hier irgendwo in Australien oder so? Hä? Nee? Hä? Okay. Das muss man, glaube ich, nicht verstehen. Und ich glaube, Frankreich kümmert sich gerade mal noch ein bisschen um Delhi. Ist ja in Ordnung. Sollen sie machen. Wir haben Mandla belagert. Kurze, kleine Frage. Nein. Kurze, kleine Frage. Nein. Nein. Kriegsdauer noch zu gering. Ha, soll ich erstmal Bachmanis noch zu Ende belagern, weil ich habe gerade keine Lust, deren adlige Rebellen zu besiegen. Ja, dann läufst du dahin. Du läufst. Nee, lauf mal dahin. Und du kannst direkt hier runterlaufen. Du läufst dahin. Und du läufst mal hier hin.
Moment. Dort fehlt hier noch einer. Lauf du mal hier hin, bitte. Ja. Ist mir relativ, sollen sie mal machen. Mailand sieht uns nicht länger als Rivalen an. Das kann ja nur bedeuten. Oh Gott. Das kann ja nur bedeuten, dass wir so bestimmt bald nicht mehr länger als Rivalen haben können. Lothringen. Was will ich denn mit Lothringen? Wow. Aber das aufgeben wollen sie noch nicht. Müssen sie das überhaupt? Moment, wie stehen die denn zu Bachmanis? Weil die Bengalen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich ziehe Bachmanis immer über die Bengalen mit rein. Es sei denn, ich bin einmal lebensmüde und kämpfe gegen Bachmanis und Portugal. Oder ich kämpfe einmal gegen Portugal und nicht gegen Bachmanis. Okay. Könige den... Oder ich mache das jetzt schon... Ah, jetzt schon ist vielleicht sogar zu zeitig. Ich glaube, ich muss ja dann nochmal gegen die Bengalen, oder? Die Küste, ja, das ist logisch. Das. Ja, ich muss dann nochmal gegen die Bengalen kämpfen. Gut. Aber das auch erst später. Also müsste ich das eigentlich jetzt machen. Und die eigentlich so schnell wie möglich damit rausnehmen. Lauft ihr bitte mal nach da. Nee. Das mit Portugal bitte. Der Rest ist mir im Endeffekt relativ. Weil... Bis wann haben wir... Ist so ein Waffenstillstand? 61. Und so bis 60. Dezember 60. Um ein Jahr verlängert sich das dann. Das wäre ja in Ordnung. Bachmanis muss ich aber sowieso auch zweimal angreifen. Wenn ich noch ein bisschen Gold nehme. 3 Monate. Ne, die restlichen dürfen sie ja behalten. Also wäre es ja nur das. Nicht mehr, nicht weniger. Delhi. Immer noch ganz knapp. Ich glaube, ich hatte ja auch erst geguckt. Ja, Hore. Dann lauf nach Bastar. Frieden, sehr schön. Ich lobe mir meinen Frieden.